Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Gute 2 Wochen steckt mein iPhone 6 Plus jetzt in der Original-Apple iPhone 6 Plus Silicon Case Hülle drin. Natürlich war es die 2 Wochen nicht am Stück drin. Ich habe das iPhone 6 Plus immer mal wieder rausgeholt, bestimmt so gute 30 Mal, weil immer noch Leute so ein iPhone 6 Plus noch nicht in Natura gesehen haben. Die fragen dann immer, ist das das große iPhone? Und ich sage dann ja und drücke es ihnen dann in die Hand und hole es natürlich dann auch aus dem Case raus, damit man es, naja, in ganzer Pracht befühlen kann. Und jedes Mal, wenn ich das iPhone 6 Plus aus dem Case raushole, bin ich immer wieder überrascht und denke mir, bin ich eigentlich blöd, dieses dünne, tolle, sich großartig anfühlende Gerät in so ein Case zu stecken? Aber naja, ich wollte das Case ja durchtesten. Ich gebe dem Case wirklich einen dicken Pluspunkt dafür, dass sich das iPhone 6 also Plus weniger rutschig anfühlt. Die Rückseite ist schon wirklich glatt, beziehungsweise die ganze Kombination, und man muss bei dem großen Gerät doch immer aufpassen, dass man es richtig fest in der Hand hält, weil durch das große Eigengewicht kippt es und rutscht es doch hier und da an gewissen Situationen dann doch gerne mal weg. Ich habe es jetzt ja 30 Mal bestimmt raus und rein gepackt und kann euch jetzt bescheinigen, mein iPhone hat durch das Case keine Kratzer bekommen, also nirgendwo irgendetwas, wo man sich Sorgen oder Gedanken machen muss. Dafür sind die Seiten hier auch nicht hart oder beziehungsweise nicht spitz genug, denn es fühlt sich etwas hart an, aber nicht so wirklich. Was mir auch noch aufgefallen ist, das ist ja hier so schön plüschig ausgelegt, so richtig viel Staub sammelt sich hier nicht. Ich sag ja immer Leuten mit Case, guckt, dass ihr es, was weiß ich, alle Woche, alle 2 Wochen, jeden Monat auf jeden Fall mal abmacht und einmal reinigt, weil durch die vielen Öffnungen kommt dann doch immer mal wieder Staub rein und Sand und Körner, je nachdem, nicht man, dass man das dazwischen hat und sich dann sein Gerät verkratzt. Aber das ist hier irgendwie nicht so wirklich aufgefallen. Liegt wahrscheinlich dran, dass gerade im November die Sahara-Stürme ausbleiben. So, jetzt packen wir es aber mal rein. Und das Erste, was einem direkt natürlich auffällt, man hat oder ich habe das gefühlte Gefühl, mein iPhone hat sich verdoppelt. Also was die Breite angeht, was die Dicke angeht, was das Gewicht auch angeht. Ja, es wird schwerer, man merkt den Unterschied mit Case und ohne Case, auch wenn es nicht so wirklich viel ist. Aber das Gleiche gilt auch für die Breite und für die Dicke. Man hat halt nicht mehr dieses, auch wenn es beim 6 Plus übertrieben klingt, leichte, schmale, schlanke Design in der Hand, sondern doch eher ein Gummibrocken. Ja, es ist ein Gummibrocken, also dieses Silikon oder Polycarbonat oder Gummi oder welches Material das auch immer ist, fühlt sich einfach nicht so an wie ein nettes, natürliches Aluminium-iPhone. So viel gebe ich ihm. Was auch Minuspunkte bei mir gibt, ist, ich habe es bei den 6ern und 6 Plusern geliebt oder ich habe ja damit geworben, was für ein tolles, angenehmes Gefühl ist, vom Rand über das Glas zu wischen. Das fehlt jetzt hier, weil ich ja diese Umrandung vorne habe. Es fühlt sich immer noch okay an, aber es, naja, dieser Wischgenuss, möchte ich ihn jetzt mal einfach mal nennen, der ist weg. Dafür habe ich natürlich jetzt die Umrandung und habe null Skrupel, mein iPhone dann über Gegenstände rutschen zu lassen oder sowas. Natürlich bin ich immer noch vorsichtig mit dem Gerät umgegangen, aber ganz ehrlich, mit so einer Hülle drum, man schmeißt sein iPhone doch viel, viel mehr in der Gegend rum und denkt sich, ach, da passiert ja eh nichts. So, bei der Bedienung ist mir sonst noch aufgefallen, eigentlich nichts. Ich habe ja gesagt, an den On-Off-Mute-Switch kommt man etwas schwieriger dran. Ja, den benutze ich aber nicht so, habe ich aber trotzdem täglich ein paar Mal gemacht, um halt ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich gehe halt wirklich mit der zweiten Hand ran und mache es dann. Volume-Tasten fühlen sich super an, 1A lässt sich auch wunderbar drücken. Die On-Off-Taste an der Seite, ich habe am Anfang gesagt, die geht etwas schwerer. Jetzt muss ich sagen, passt und ganz ehrlich, die benutze ich nicht wirklich so oft. Zum Aktivieren sowieso den Home-Button und zum Ausmachen, klar, dann drückt man da einmal drauf. Die ist aber immer noch schwergängiger, also man braucht mehr Kraft, um es zu drücken, als die Volumentasten. Geht aber in Ordnung. Bei Fotos und dem Blitzen habe ich null Unterschiede gemerkt. Über den schwarzen Rand habe ich mich ja aufgeregt. Da hat jemand gesagt, der muss schwarz sein oder der ist schwarz, damit die Reflexion vom Blitz, von der LED-Blitz hier nicht darüber zurückspiegeln und sowas. Konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich hatte auch genügend andere Cases, die halt da gar keinen transparenten oder auch einen weißen Rahmen haben. Und da habe ich nie
nie Reflexion bei anderen Smartphones jetzt gehabt. Mich stört das Schwarze immer noch ein bisschen. Dass die Kamera jetzt nicht mehr vorsteht, sondern im Gerät versteckt ist und jetzt nicht mehr das Gerät nicht mehr wackelt, gut, damit kommt man klar. Das liegt ja auch an dem Case da. Unten die Öffnung, Lautsprecher, Mikrofon, kein Unterschied, auch was Kabel, Docks oder sonst was angelangt. Und der Unterschied beim Mobilfunkempfang, gibt es da einen? Nein, gibt es bei diesem Case hier nicht. Ich konnte nichts feststellen. Das berichten ja immer mal wieder Leute, sie packen Case drum und auf einmal werden aus 5 Punkten nur noch 4 oder sogar 3 oder aus 4 Punkten werden 3 oder aus 2 einer oder was auch immer. Nein, da ist kein Unterschied zu sehen. Also wir sehen es ja gerade oben, O2 hat bei mir jetzt hier gerade 3 Pünktchen und wir holen es einfach nochmal raus. Und da wird sich jetzt auch die nächsten Zeit nichts dran ändern. Das Case an sich hat noch einen Nachteil für viele Hosenträger. Und wenn ich gut bin, blende ich das jetzt oben rechts ein. Wenn man das Gerät in die Hosentasche steckt und rauszieht, dadurch, dass das so gummiert ist und sehr viel Grip bietet, zieht man immer seine Hosentasche, also das Inlay, mit raus und es geht sehr schwer rein. Das soll bei den Ledercases anders sein. Das ist so ein Nachteil bei den Silicon Cases. Wenn ihr es oft in die Hosentasche packt und rauszieht und reinzieht und rauszieht und reinzieht, das ist doch von der Benutzung wirklich eine Umgewöhnung. Da muss man dann mit der Hand irgendwie die Hose ein bisschen weiten und sowas. Oder wenn man das Telefon rauszieht, dann wieder die Hosentasche in die Hose reinstecken. Das nervt ein bisschen, aber dafür habt ihr halt Grip ohne Ende. Dann der letzte Punkt, was ich am Anfang sehr bei dem weißen Case jetzt natürlich speziell gemerkt habe, ist, dass hier Fussel sein sollen. Ja, da ist jetzt gerade, weil da ist einer, da ist einer, da ist einer. Und auch Dreck und Schmutz zieht natürlich ein weißes Case eher an. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, gerade die Fussel, da gehe ich einmal mit dem bloßen Finger rüber und habe die Fussel jetzt eigentlich nicht mehr auf dem Case, sondern an der Hand oder sie fliegen rumherum. Also, das ist ein Nachteil, da wischt man öfter mal drüber, aber ich habe hier null Probleme, was Schmutz, Fussel oder Fingerabdrücke anbelangt. Die verschwinden eigentlich ruckzuck wieder. So, immer noch zurück zum Mobilfunkempfang. Ich habe nach wie vor 3 Pünktchen hier, sonst hätte sich das inzwischen hier angepasst. So, was Abschlussbemerkung. Okayes Case geht in Ordnung. Ich brauche es nicht, es jetzt hier mal ein Weiß genommen zu haben, passend zu meinem weißen Pulli. Ansonsten ist es natürlich maßlos überteuert in meinen Augen. Ist ja nett und schön, dass Apple hier eine vernünftige Qualität und Passgenauigkeit bietet. Aber mal ganz ehrlich, so viel Kohle für das Case, klar, in Relation zum Preis von einem 6 Plus, aber dennoch, was Apple sich hier erlaubt, oh Mann. So, das war meine Zeit mit dem Case. Ich bin nach wie vor eher ein Freund des puren Genusses, aber als ich letztens dieses Angebot gesehen habe für 19 Euro, und das ist ein Originalcase, ich habe nochmal nachgeguckt, diesmal in Rot und diesmal in Leder. Da soll es ja zu Verfärbungen kommen, aber das ist nur der kleine Anteaser für das nächste Video. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!